Hallihallo und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Grimmige Legenden, der Fluch von der Braut. Tja, wir spielen schon die ganze Zeit. Ich guck mal, wie spät wir es haben. Ich hoffe, ich habe noch Zeit für ein zweites Let's Play anzufangen. Nein, 21:18 Uhr haben wir es leider. Ich hoffe, ich krieg das heute noch durch. Dann hätte ich schon wieder ein schönes Projekt für euch durchgespielt. Und das finde ich klasse. So, da haben wir einen Schlüssel, ein Schloss. Da packen wir den Schlüssel rein. Und gehen jetzt weiter. Was in der letzten Folge passiert ist, guckt euch einmal den letzten Part an. So, wir gehen zur Gasse. After everything that happened? It is not a coincidence that the beast disrupted our wedding. If the beast is afraid of something, that thing is exactly what we must do. But why? To thwart its evil plans. To protect ourselves and your beloved sister. But I can't get married while my sister's life is in danger. Dieses Arschloch. There is no sign of the bear nor Lily's sister in the castle. Are all paths to the village guarded? Not even a mouse could pass. Good. Watch out for Lily's sister. She is the bear's associate, and leave a guard at the gate. Dieser Sack, ey. Dieser dreckige Bastard. I can't allow this wedding to happen. I have to sneak inside the inn and speak to Lily. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Ich muss die Hochzeit verhindern, ich muss mich in das Gasthaus schleichen und mit Lilly sprechen. So, das müssen wir jetzt. Dieser Bastard, ey, ich könnte ihn jetzt schon eine ballern. So, wir haben einen Kohleeimer. Damit komme ich nicht weiter, das ist ja schön. Eine kleine Schmiedewerkstatt. Ach, wir sollen uns einen Schlüssel schmieden. Toll. So was macht Spaß. Hier liegt ein X drin. Da liegt etwas in der Asche, aber meine Hände passen nicht zwischen den Stäben. Weil die auch so dick sind, deine Hände. Du kannst nicht da... Oh Mann, ich möchte nicht mehr. Ernsthaft, das ist so unlogisch. Das ist so fucking unlogisch. Was haben wir hier? Der Korken ist mit Draht gesichert und ich kann den wahrscheinlich nur mit einer Drahtschneidemaschine irgendwas machen mit. Oh Mann. Ich kann das Rad nicht einfach so abnehmen, es klemmt. Es klemmt alles bei dir. Alles im Kopf klemmt bei dir, Mann. Das scheint der Mechanismus für das Gitter zu sein, aber die Kurbel fehlt. Ich drehe hier. Wo kann ich denn noch hin? Windmühle Stock 1. Windmühle Erdgeschoss, da bringt's mir nicht. Da ist die Gasse und da ist der Marktplatz. Und die Kreuzung, da kann ich immer noch was machen. Ich komme aber hier erstmal nicht raus. Das ist gerade mein Problem. Ohne ein Hilfsmittel wird es mir nie gelingen, das Gitter zu öffnen. Quetsch dich doch einfach mit deinem fetten Körper durch, wenn du den einfettest. Kohleeimer. Da komme ich nicht weiter. Da liegt etwas in der Asche. Ist das etwa Öl? Weiter. Ein wenig verrostet, aber es funktioniert noch. Die Werkzeuge sind nicht gerade in einem besonders guten Zustand. Eine kleine Schmiedewerkstatt. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir können den Kork nicht öffnen. Wir können hier das Rad nicht bewegen. Alles kacke gerade. Ich kann hier nichts machen. Gib mir einen Tipp. Wie soll man darauf kommen? Ernsthaft mal. Einfach per Zufall überall ringklicken? Das mache ich nicht gerne. So, was war jetzt damit? Oh, natürlich. Jetzt geht das natürlich auch runter. Ist das Öl? Da ist Öl drin. Natürlich. Oh, es ist so zu... Hey, wir haben ein Rad. Achso, nee, Quatsch, das ist ja doof. Da gehört das Rad hin. Und wir haben es offen. Es ist offen.
Ich sollte die Laterne lieber nicht mitnehmen, das Licht verrät mich am Ende noch. Ja, das stimmt wohl. Das müssen wir ausmachen, ey. Wegen der Laterne ist die Gasse zu hell erleuchtet. Ich muss sie löschen, sonst sieht man mich bestimmt. Dad? Thank heavens, you're back. They told me you'd been captured by that beast. I'm fine, Dad. It's not the bear, but Edward who is planning to do evil. He is not what he seems. Strange, but somehow I knew it all along. That boy commands unnatural charm and charisma over other people. That's why when I expose him, it must be in front of the others. It's the only way to convince them to our side. But first, I need to talk to Lily. I'll go with you. No, Dad. I have to go alone. Silent. You know I'm right. Take this token. It's one of the two that will open the gate to the backyard of the inn. Unfortunately, I don't have the other one. You'll have to get it yourself. Wenigstens Fadi steht noch auf unserer Seite. So gehört sich das in eine Familie. Ich muss die Pumpe erst ersetzen. Oh, ich muss die Pumpe ersetzen, ja klar. Leerer Tank. Unfortunately, I don't have the other one. Ja, ich hab dich verstanden. You'll have to get it yourself. Hab dich verstanden, dankeschön. Der Zinnsoldat steckt wirklich fest. Ich brauche etwas Dünnes und Scharfes, um ihn aus der Ritze rauszubekommen. Ja, ist ja schön. Da haben wir einen Knipser. Eine Zange und irgendwas mit der Aussparung. Aber mit der Zange können wir hier das Draht wieder kaputt machen, weil sie brauchen natürlich eine Zange für. Pfui! Teufel! Das Essig riecht vielleicht streng, aber zum Saubermachen ist es sicher sehr geeignet. Nimmst du den Kohleeimer dafür oder willst du den leeren Tank damit haben? Nö, alles klar, warum nicht? Ein Wimmelbild! Wir brauchen Kupfermütze, Türklöpfer, Blasebalg, Blatt, Drache, Hahn, Haken, Teller, Bock. Ich möchte jetzt eigentlich mehr Wimmelbild spielen, beziehungsweise mehr Domino spielen, aber naja. Ich mach's natürlich trotzdem. Nicht umsonst ist es ja ein Wimmelbildspiel. So, es geht jetzt schon wieder sehr gut los, muss ich sagen. Was für ein Blatt? Blasebalg, Haken, Drache. Da haben wir irgendwas zum Putzen. Ich sollte etwas anderes versuchen. Irgendwas zum Saubermachen. Auch nicht. Auch nicht. Ach da, um die Spinne wegzubekommen. Okay. Was ist das jetzt schon wieder? Das ist auch schon wieder was zum Putzen, oder nicht? Ein Pinsel ist das. Nein, das ist ein Pinsel, klar. Und den Pinsel tunken wir einmal in den Eimer. Einmal in den Eimer. Goldener Kerzenständer. Ach so. Den sollen wir jetzt wahrscheinlich golden anmalen. Wenn ich den Kerzenständer wüsste, wo der ist. Da ist eine Katze hin. Wo ist denn der Kerzenständer? Ah. So, das hätten wir schon mal. Es sind ganz normale Blätter, die wir suchen. Ich habe mich wieder gerade zweimal verklickt, das kotzt an. So, die Blätter haben wir. Jetzt brauchen wir den Blasebalg, der ist da oben. Haken. Was ist das hier? Achso, für die Glocke. Oh, wie heißt denn das? Klöppel? Genau, der Klöppel für die Glocke. Drache. Ein Schlüssel für den Käfig. Da drin haben wir den Schmetterling. Einer von drei Schmetterlingen. Da ist der dritte, der zweite. Jetzt kann ich schon nicht mehr zählen. Hier ist der dritte. Zwei Rosen fehlen. Eine Rose gefällig. Da ist die andere. Na, wirst du wohl. So, damit haben wir das Bouquet. Den Teller. Hahn, Kupfermünzen. Kupfermünzen habe ich hier oben gesehen. Hahn. Türklopfer. Jetzt fehlt uns noch der Haken.
Sehr gut. Wieder ein Levelbild. Geschafft. Ein Glück gibt es keine Szene, wo ich ein Wimmelbild in einer bestimmten Zeit lösen muss, damit ich den Boss töte. Das wäre fatal. Zusammengeklebte Münzen. Mhm. Was soll ich jetzt damit machen? Ja, wenn ich bloß wüsste, wo... Das scheint nicht zu funktionieren. Damit komme ich nicht weiter. Wozu brauche ich denn die Münzen jetzt? Ja, das ist Essig, das weiß ich. Kupfermünzen. Wozu? Weiß ich nicht. Da komme ich immer noch nicht ran. Boah, was wollte ich denn jetzt? Kupfermünzen. Die Kiste ist verschlossen. Die Gartenspritze muss repariert werden. Und Wasser bräuchte ich dann auch. Hier, brauchst du Münzen? Luftkugel? Oh, Alter, ich krieg Kopfweh. Wozu brauche ich denn jetzt die Kupfermünzen? Ist das etwa Öl? Ja, ist es. Da komme ich hier nicht weiter. Ich sollte die Gartenspritze nicht mit Öl füllen, sonst brenne ich noch das ganze Dorf ab. Ah, Wasser, klar. Ich bin auch doof. Voller Tank. So, damit können wir jetzt die Gartenspritze fertig machen. Unfortunately, I don't have the other one. Ich weiß. You'll have to get it yourself. Ich weiß, alles gut. Ich muss die Pumpe ersetzen. Mit Kupfermünzen. Ah, oh, ist das dumm? Ja, klar. So eine Pumpe hat vorne ja so ein eigentlich aus Eisen oder aus Gummi gibt's die auch. So ein Vorschieber, damit die Luft rausgedrückt wird. Wisst ihr? Und das haben wir jetzt mit der Kupfermünze sozusagen repariert. Oh, ich bin so blöd. Na gut, wir haben die Gartenspritze. Wozu auch immer die Gartenspritze wir brauchen. Laterne! So, einmal das Licht ausgemacht. Einmal zum Marktplatz laufen wir. Oh, das sieht alles gruseliger aus, weil es hier jetzt nicht so festlich ist. Oh! Eine Nadel. Eine Häkelnadel. Dann haben wir noch einen Fächer. Ja, leer. Da fehlt uns eine Goldmünze und der schläft. Er ist schon völlig betrunken, aber solange ihm der Wein nicht ausgeht... Das ist ja blöd. Solange die Wache auf ihrem Posten ist, kann ich mich nicht vorbeischleichen. Oh. Goldenes Relieffragment. Da kommen wir sowieso nicht rein. Dafür haben wir nicht die letzte Blume. Aber hier können wir wenigstens das Relieffragment reinpacken und dann haben wir ein Säckele. Gips haben wir. Haha. Okay. Ich weiß wozu. So, hier haben wir Kohle. Trotz des Regens ist die Kohle noch trocken. Sehr gut. Und mit dem Kohleeimer können wir einmal rein. So, da drin liegt doch aber noch das. Das ist doch eine Platte, oder nicht? Ah, okay. Dazu brauchen wir ein X. Das gucken wir uns dann später an. Hier ist nämlich das X drin. Das kann ich damit nicht aufmachen. Aber wir haben Gips und Kohle haben wir. Das Gips können wir doch hier reinfüllen, bestimmt. Genau, den Kohleeimer. Den brauchen wir noch anscheinend. Eleganter Fächer. Nee, nix. Okay. Die Blume. Uns fehlt aber immer noch irgendwas. Damit kommen wir nicht weiter. Uns fehlt immer noch was. Was fehlt denn uns noch auf der Liste? Wasser. Gips. Aha. Dann irgendwas zum Reindrücken. Kelle nehmen. Kelle übers Feuer. Kelle reingießen. Aushärten lassen. Oh, okay. Ja, nee. Hab ich verstanden. Ich brauche noch etwas Zinn, braucht sie. Okay, Zinn. Ist doch Zinn, oder nicht? Der Zinnsoldat! Natürlich! Zack!
So, Zinn. So, jetzt haben wir Zinn. Jetzt haben wir alles, oder? Erst das Wasser. Ein wenig verrostet, aber sie funktionieren noch. Ja, ist ja klar. Aber was fehlt denn uns jetzt noch? Wir haben doch jetzt alles, oder nicht? Hallo? Ja. Ist etwa Öl? Ja. Noch ist die Blut übrig, sie wird nicht heiß genug sein. So, Kohle, pack. Können wir jetzt anfangen? Oder hast du noch irgendwelche Beschwerden? Die Werkzeuge sind nicht gerade in einem besonders guten Zustand. Oder die Kohle anfachen. So, jetzt aber. Stell eine Kopie der Metallblume aus dem Zinn her. Als erstes brauchen wir das Gips. Nein, als erstes brauchen wir Wasser. Kein Wasser mehr. Gips. So, jetzt. Okay, nee, ich soll etwas anderes versuchen. Dann brauchen wir die Metallblume. Die klatschen wir einmal da rein. Zack, bam. Dann brauchen wir die... Nein. Damit kommen wir nicht weiter. Klatsch rein. Das da drin soll ausgehärtet werden. Da muss ich doch das... Ach nee, das Zinn, klar. Das Zinn soll ja da drin sein. So, das... Einmal eingeschmolzen, das Zinn packen wir jetzt da rein. Jetzt brauchen wir genau das hier. Nein, Quatsch. Jetzt brauchen wir die Zange. Packen wir das ins Öl oder ins Wasser. Und fertig haben wir die zweite Blume. Eigentlich. Achso, noch abschürfen müssen wir es noch. Somit haben wir jetzt beide Blumen und können in den Hintertür, in das Hintertürchen. Und was sich hinter dieser Tür verbirgt, das seht ihr denn in der nächsten Folge von Let's Play Grimmige Legenden, der Fluch der Braut. Bis dahin, haut drin, habt Spaß beim Spielen und bis denn, euer Headbreaker.